ich möchte vielleicht noch einen etwas anderen Aspekt mit hineinbringen, und zwar ist das der Aspekt der Arbeitserleichterung, den die neuen Medien ja durchaus auch vor allem für die Lehrenden bieten. Ja. Manchmal betonen wir sehr stark immer die Lernenden, und ich finde auch, die Lehrenden sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren. Bei mir wird es also um Medien, neue Medien und Arbeitserleichterung und Mehraufwand gehen. Dazu bediene ich mich verschiedener Fächer eines metaphorischen Werkzeugkastens, in denen sich jeweils Programme oder auch soziale Plattformen befinden, und ich werde einiges sagen zum Einsatz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Im ersten Fach wird es um Hörverständnis und mündlichen Ausdruck gehen. Da werde ich auf Sprachsynthese und Audiobearbeitung zu sprechen kommen. Und im zweiten Fach geht es dann um ein elektronisches Lerntagebuch und die Arbeit mit Facebook-Gruppen. Das dritte Fach, das werde ich nur öffnen, wenn die Zeit reicht. Da werden Sie sicherlich auch am ersten schon was mit anfangen können. Zu den Rahmenbedingungen. Ich arbeite an einer privaten Universität in Taiwan. Deutsch ist dort im Wahlbereich als zweite Fremdsprache in der Regel nach Englisch im Angebot. In den Kursen auf drei verschiedenen Kursstufen, die ich unterrichte, sitzen Hörer aller Fakultäten, und pro Kurs sind es etwa 15 bis 40 Studierende. Alle Studierenden verfügen entweder an der Uni oder privat über Smartphone, Tablet, Notebook und oder PC und Internet. Ja, weiterhin zu den Rahmenbedingungen. Wir arbeiten mit den beiden Lehrwerken vom Cornelsen Verlag, der Einstieg und Studio D, in unserem Fall A1 und A2. Daneben gibt es eine Lernplattform auf Moodle basierend, die die Uni eingerichtet hat. Und das elektronische Lerntagebuch, auf das ich später zu sprechen kommen werde, das ist in Moodle integriert als Modul. Und daneben als externe Aktivität arbeite ich seit etwa 2 oder 3 Semestern auch mit Facebook, und zwar mit der Facebook-Gruppenfunktion. Wir haben 3 Wochenstunden Präsenzunterricht pro Kurs. Ja, damit komme ich schon zum ersten Fach des Werkzeugkastens. Da befinden sich jetzt 2 Programme, die ein bisschen ähnlich sind, aber sich doch deutlich auch voneinander unterscheiden. Also zum einen geht es um Sprachsynthese und zum anderen um die Bearbeitung von einmal erstellten Audiodateien. Wir werden sehen, dass das mit den Kompetenzen im Hörverständnisbereich und im mündlichen Ausdruck zusammenhängt. Zur Sprachsynthese lässt sich sagen, dass die computergestützte Sprachsynthese etwa seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts das besteht, und wenn auch die ersten Programme, die es da gab, sehr roboterhaft noch klangen von der Ausgabe her, gibt es da inzwischen doch einige recht interessante Entwicklungen. Da haben wir heute auch schon ein Beispiel davon gehört. Heute Morgen, da waren die Rede von Woki zum Beispiel. Das ist auch ein Beispiel für Sprachsynthese. Und eine Übersicht zum Thema findet man bei Felix Burkhardt. Im Fremdsprachenunterricht empfiehlt sich Sprachsynthese, ausgehend von meinen Erfahrungen bisher jedenfalls, zum Beispiel für die Ausspracheschulung und für das Sprechtraining. Man kann Wortschatzarbeit damit betreiben. Das allgemeine Hörverstehen lässt sich schulen. Und ein großer Vorteil von Sprachsynthese-Programmen ist, dass man damit relativ schnell Audiodateien erstellen kann, vor allem von bereits existierenden Texten. Wenn man also einen Text hat im Computer drin und man möchte davon eine Hörversion verfassen, dann braucht man nicht unbedingt ein Mikrofon, sondern kann das über die Sprachsynthese erzeugen und dann auch weitergeben. Weiterhin lässt sich auch Sprachsynthese zur Prüfungsvorbereitung einsetzen.
kann zum Beispiel bestimmte Redemittel oder Phrasen auswendig lernen. Man kann aber auch ganze Dialoge vorbereiten mit einer solchen Software und ähnliches. Das Sprachsyntheseprogramm, mit dem ich selber etwas mehr gearbeitet habe, das ist der Voice Meter Studio, das Studio von LinguaTech. Den Link haben wir da oben in Klammern. Dieses Programm gibt es für 13 Sprachen und das kostet 499 Euro pro Sprache. Das mag sich erstmal sehr teuer anhören, aber wenn man berücksichtigt, dass in diesem Preis bereits die Lizenz zur Veröffentlichung der damit erstellten Audiodateien, also das heißt in meinem Fall zur Weitergabe an alle meine Studierenden enthalten ist, ist das gar nicht mehr so teuer. Es gibt durchaus auch kostenlose Programme oder wesentlich günstigere Programme. Nur das Manko ist halt dann, dass man die damit erstellten Dateien nur für sich selber verwenden darf. Das heißt nicht, dass die nicht weitergegeben werden, aber man darf es eigentlich nicht. Also auch von der gleichen Firma gibt es Voice Reader. Das kostet für den persönlichen Bedarf dann nur 49 Euro. Das ist auch nicht schlecht. Und vom Funktionsumfang ähnlich wie Voice Reader Studio. Es gibt auch hier also jetzt eine weibliche und eine männliche Stimme in der deutschen Fassung. Das ist bei Voice Reader auch. Und es lassen sich Einstellungen vornehmen für die Stimmhöhe der Ausgabe, für die Lautstärke und für die Geschwindigkeit. Also man kann, je nachdem, was man für eine Datei erstellen möchte und für welches Zielpublikum, kann man entsprechende Anpassungen vornehmen. Durch diese Einstellung lassen sich auch feste Sprecherprofile erzeugen. Man kann also zum Beispiel eine Frauenstimme oder eine Kinderstimme erzeugen, dadurch, dass man die Stimmhöhe anhebt und die Geschwindigkeit ein bisschen variiert vielleicht. Es gibt also Sprecherprofile. Ich habe hier ein Beispiel, das ist ein bisschen klein geworden wahrscheinlich für einige hier. Das ist ein Diktattext, der eingegeben ist in diese Schablone von Wolfgang Studium. Und das Ziel dabei war jetzt, einen Text zu erstellen, den man so im Unterricht verwenden kann oder auch ins Internet setzen kann. Und der das Hörverständnis kombiniert und schreibt natürlich. Also der Originaltext sollte erstmal dreimal gelesen werden, durchgehend. Sollte erstmal einmal gelesen werden, Entschuldigung, und dann sollte jeder einzelne Satz einmal wiederholt werden, mit Pausen zwischendurch und dann zum Schluss nochmal alles zusammen. Und Sie sehen hier in den eckigen Klammern, wenn Sie das erkennen können, das wäre markierte, das sind die Pausen, die eingebaut sind, die kann man also eintippen und die Länge auch bestimmen, das sind hier Millisekunden, die angezeigt werden. Auf der rechten Seite sehen Sie Regelschalter für die Stimmhöhe, die Lautstärke und die Geschwindigkeit des Ergebnisses. Ach, Moment, das wollte ich gerade kurz abspielen, damit Sie sich eine Vorstellung machen können, davon, wie sich das anhört. Diktat. Berühren Sie und schreiben Sie. Pause. Geburtstage und Termine. Mein Vater hat am 3. November Geburtstag. Er ist jetzt 48 Jahre alt und arbeitet als Ingenieur in Kassel. Meine Mutter ist am 8.9. geboren. Sie ist 2 Jahre älter als mein Vater. Ich habe 2 Brüder, Andreas und Martin. Martin ist am 10. April geboren und Andreas am 27. April. Am 28.04. machen sie zusammen eine Geburtstagsparty. Jetzt kommt eine längere Pause, damit die Lernenden wissen, jetzt geht es richtig los. Geburtstage und Termine. Das wird jetzt. Geburtstage und Termine.
Geburtstage und Termine. Das müssen wir uns jetzt natürlich nicht alles anhören. Ups. Ja, und das ist nochmal kurz der Optionenbildschirm. Da hat man zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten nochmal, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Ein anderes Beispiel für die Verwendung dieses Programms ist hier das Training von Aussprache und Sprache, und zwar eine Kontrastierung von Vokalen und Konsonanten in einfachen Paaren. Lieben, 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 bieten, bitten, bieten, bitten, rot, lot, rot, lot, Kind, rings, Kind, rings, mich, misch, mich, misch, spucken, 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 lieben, 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 bieten. Okay, also das noch reichen. Und ja, den kann ich überspringen jetzt, damit wir noch ein bisschen weiterkommen. Das ist noch ein Kinderlein, wo sowohl eine männliche als auch eine weibliche Stimme zum Tragen kommt. Das zweite Programm, das kennen vielleicht viele von Ihnen auch, das ist Audacity. Da kann man sowohl Aufnahmen machen als auch Aufnahmen bearbeiten. Die Grundfunktionen alleine, die sind schon sehr umfangreich und zusätzlich kann man da noch Plugins weitere Funktionen hinzufügen. Beispiele für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht. Auf der linken Seite erstmal natürlich die Aufnahmemöglichkeit. Aufnahme kann gemacht werden über Mikrofon oder auch direkt über die Soundkarte im Computer. Man kann also Vertexte erstellen, Diktate, Ausspracheübungen, Redebitte, Anweisungen, Erläuterungen, Podcasts. Und bei der Bearbeitung bietet Audacity eigentlich das typische Spektrum von neubearbeiteten Software. Man kann Pausen einbauen, Tonqualität verbessern, Effekte verwenden und so weiter und so weiter. Ein sehr positiver Aspekt von Audacity ist, dass es kostenlos ist. Und dass man auch MP3-Dateien zum Beispiel damit erstellen kann und problemlos weiterverteilen kann. Zwei kurze Beispiele von der Tonbearbeitung mit Audacity. Dabei handelt es sich um eine vereinfachte Version. Grete hat sie gesagt. Ein Ausschnitt aus einer vereinfachten Version für A1 von Hänsel und Grete. Sieh nach dem Ofen. Wir brauchen ein großes Feuer. Gretel war auch nicht dumm und so hat sie gefragt. Wie macht man das denn? Bist du dumm? Hat die Hexe gesagt. Riech hinein. So macht man das. Und dann hat sie ihren Kopf in den Ofen gesteckt. Zweite Beispiel noch, das ist so ähnlich. Plötzlich haben Sie eine Stimme gehört. Das ist ein Mäuschen. Wer grüßt ein Mäuschen? Da haben Sie geantwortet. Der Wind, das himmlische Kind. Ganz kurz jetzt noch zu den Themen Interaktion und Dokumentation. Es geht um ein elektronisches Lerntagebuch, mit dem ich schon seit mehreren Jahren arbeite, und die Facebook-Gruppe. Wir haben zwei kurze Ausschnitte aus beidem. Ziel bei der Verwendung dieser Medien war, ich muss hier ein bisschen springen, für das elektronische Lerntagebuch eine regelmäßige Reflexion der Lernenden über alles, was mit dem Lernen zu tun hat. Weitere Stichworte waren die Dokumentation dieser Reflexion, das Ausprobieren von neuen Individualisierung des Lernens. Es ging um Interaktion der beteiligten Parteien, Einbindung von zurückhaltendem Lernen und Vertrauensförderung zwischen Dozenten und Lernenden. Bei der Facebook-Gruppe sah es zum Teil, sah es eigentlich ganz anders aus, nur der
letzte Punkt, das war die Gemeinsamkeit. Da geht es auch um die Vertrauensbildung. Und die anderen Zielsetzungen bei Facebook waren Intensivierung der Kontakte, Austausch zwischen den Angehörigen verschiedener Lerngruppen, eine Erhöhung der Authentizität, dadurch, dass Facebook ja heutzutage wirklich zum Alltag vieler Lerngruppen gehört, und dann auch das Teilen. Aufwand und Nutzen, wenn wir uns das mal beim elektronischen Lerntagebuch ansehen, da haben wir natürlich, das muss erstellt werden. Man muss sich überlegen, wie man das in das Gesamtkonzept integriert. Arbeitsanweisungen braucht man und der Dozent oder der Lehrende, die Lehrende, muss Zeit haben zur Durchsicht und zum Kommentieren. Auf der Nutzenseite hat man natürlich eine Dokumentation der Reflexionen. Man fördert das selbstgesteuerte Lernen. Der Dozent oder der Lehrende bekommt Feedback. Es ist eine Individualisierung des Lernens möglich und auch zurückhaltende Lernende können besser eingebunden werden. Bei Facebook sieht es beim Aufwand ähnlich aus und beim Nutzen haben wir ein bisschen eine größere, stärkere Betonung der Erreichbarkeit der Gesamtheit aller Lernenden. Was das Lerntagebuch ist als individuelle Aktivität eingerichtet, während die Facebook-Gruppe der Gesamtheit aller Lernenden offen steht und dadurch auch die Zusammengehörigkeit da gefördert werden kann und der Austausch, der kann verstärkt werden. Natürlich gibt es Vorüberlegungen, die man anstellen sollte, wenn man mit diesen Medien arbeiten möchte. Ich habe hier einige angeführt, das ist sicher noch nicht unbedingt vollständig, aber das sind einige wichtige Punkte, die man berücksichtigen müsste. Der letzte Punkt hier ist dann natürlich immer die Frage, ob der Aufwand den Nutzen rechtfertigt, und das kann man nicht pauschal beantworten. Da muss jeder selber sehen, wie die eigene Situation aussieht und dann gegebenenfalls einfach auch mal ausprobieren. Gut, damit käme ich dann zum Schluss. Und wir haben noch ein paar Tore. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.